Einen schönen guten Tag, mein Name ist Andreas Reh von der Swix Solutions AG. Ich zeige Ihnen heute die Benutzung des Swix Connector for Skype for Business. Kurze Übersicht mit allgemeinen Informationen zum Produkt, die Funktionsweise und die Features zeige ich Ihnen und dann schauen wir uns das Ganze vor allen Dingen einmal live an. Der Swix Connector for Skype for Business, wie wir ihn nennen, auch abgekürzt als Swix Connector for Skype oder einfach nur Skype Connector, ist unsere Schnittstelle, um Swixware und den Skype for Business Client miteinander zu verheiraten. Wichtig, wenn wir hier von Skype sprechen, meinen wir immer tatsächlich das Skype for Business oder auch Skype for Business Online aus dem Office 365. Nicht zu verwechseln mit der klassischen Skype-Consumer-Variante aus dem Privatbereich. Die haben technisch nichts miteinander zu tun. Weitere Informationen ausführlich finden Sie natürlich auch in unserem Handbuch oder auf unserer Produktwebseite. Die Funktionsweise, die Idee hier ist letztendlich Skype for Business-Benutzern, die vom Skype natürlich schon all ihre Funktionen gewöhnt sind, wie Instant Messaging, Statussignalisierung und so weiter, denen zusätzlich jetzt auch Telefonie zu ermöglichen. Ja, es adressiert sich an Skype for Business Benutzer, die bisher keine Telefoniefunktion nutzen können. Und die füge ich jetzt einfach durch die Swix-Lösung hinzu. Es ermöglicht mir als Skype-Benutzer aus meiner Skype-Oberfläche heraus zu telefonieren, ein- und ausgehende Telefonate anzunehmen und ich kann ganz einfach eine Rufnummer im Eingabefeld des Skype-Clients eintippen im einfachsten Fall, kann über das Kontextmenü meiner Skype-Kontakte oder auch aus einem Skype-Chat heraus jemanden anrufen. Und ich habe darüber hinaus auch die Möglichkeit, per Hotkey zu wählen, standardmäßig F11, kann man aber auch umdefinieren und aus im Prinzip jeder beliebigen Anwendung, wo ich die Rufnummer mit der Maus markieren kann, habe ich dann die Möglichkeit, ein Gespräch aufzubauen. Im Hintergrund läuft ein Swixware-Server, der die bekannten leistungsstarken Funktionen anbieten kann, wie sehr komplexe Call-Routing-Szenarien. Sie können als Administrator sehr detaillierte Regeln erstellen mit einem grafischen Editor, welcher Anruf wie wann behandelt wird, welche Aktionen dort ablaufen sollen. Sie können serverseitig Ansagen einspielen, Sie können DTMF-Menüs kreieren, mit dem Sie den Anrufer entscheiden lassen können, was er machen möchte. Sie haben die Möglichkeit, Voicemail-Funktionen zu nutzen, Warteschlangen und vieles weitere mehr. Der Skype-Connector selber bietet technisch gesehen die Sprachtelefonie über SIP aus dem Skype-Client heraus. Wir können dafür letztendlich alle von Swix unterstützten USB-Audio-Geräte verwenden. Gibt es eine breite Palette an verschiedenen Headsets und Handsets, die ich per USB am Rechner anschließen kann. Darüber hinaus ermöglicht mir das Ganze auch die UC-Kontrolle von einem IP-Tisch-Systemtelefon, die speziellen Swix-Phones, unsere Systemtelefone, die ich darüber auch steuern kann. Oder auch über unsere Zusatzoption CTI Plus kann ich letztendlich ein beliebiges Endgerät integrieren. Das kann irgendein SIP-Telefon im Unternehmen sein, das kann aber auch die Steuerung einer externen Rufnummer sein, wie zum Beispiel meine Handynummer, der Privatanschluss in meinem Homeoffice, das Hoteltelefon, wo ich mich gerade aufhalte. Ich hinterlege einfach eine externe Rufnummer im Client und erhalte eingehende Anrufe dorthin parallel signalisiert oder wenn ich ausgehend telefoniere, ruft letztendlich der Swix-Server im Hintergrund dann auf dieser Rufnummer an und verbindet die beiden Gespräche miteinander. Während ich telefoniere, habe ich natürlich verschiedene Funktionen zum Anrufmanagement. Ich kann Gespräche natürlich auch verbinden, ich kann sie auf Halten legen und so weiter. Ich habe die Möglichkeit, aus Skype for Business Kontakten und Directories auch eine Anwahl zu starten.
habe Zugriff auf eine Anruferliste, die mir serverseitig zur Verfügung gestellt wird, wo ich ein Rufjournal habe mit allen eingegangenen Anrufen, alle ausgehenden Rufe, verpasste Anrufe. Ich habe die Möglichkeit, Voicemails zu erhalten und abzufragen. Ich kann eigene Rufumleitungen definieren und, wie schon erwähnt, auch die Wahl per Hotkey verwenden. Der Präsenzstatus zwischen Skype-Client und Sphixware wird in beide Richtungen synchronisiert. Und ich kann auch noch aus dem Client heraus meine Rufnummer unterdrücken, entscheiden, ob ich einen zweiten Anruf erlauben möchte und natürlich auch DTMF-Steuerung verwenden. Schauen wir uns das Ganze einfach mal in der Praxis an. So, Sie sehen hier mein Skype for Business Client. Ich habe mich momentan auf Nicht-Stören gesetzt. Kann den Status natürlich auch, wie im Skype üblich, ändern. Diese Stati werden auch in die Sphixware synchronisiert. Ich habe entsprechend meine Skype-Kontakte hier. Und im unteren Bereich, das ist der Teil, der jetzt von Sphix hinzugekommen ist, das ist der eigentliche Sphix-Connector for Skype for Business. Und der ermöglicht mir jetzt eben das Telefonieren aus meinem Skype-Client. Ich sehe hier schon ein Symbol, eine 1, das ist die Anrufliste, das Rufjournal. Hier habe ich einen verpassten Eintrag, da schauen wir gleich mal rein. Ich rufe einfach jetzt mal mich selber von meinem Mobiltelefon an, um einfach mal zu sehen, wie sieht das aus, wenn ich einen eingehenden Anruf erhalte. Und kriege hier unten ein Pop-up-Fenster, wo ich sehe, wer ruft an. Und ich habe die Möglichkeit, den Ruf anzunehmen. Das mache ich mal. Jetzt öffnet sich entsprechend hier ein Chatfenster. Und ich habe die Möglichkeit, jetzt hier natürlich den Anruf wieder aufzulegen. Ich sehe den Verbindungstimer laufen. Ich kann den Anruf auch auf Halten legen. Jetzt wird die Wartemusik vom Sphixware Server dem Anrufer eingespielt. Ich kann den Ruf wieder aus dem Halten herausholen, wieder aktivieren. Ich habe die Möglichkeit, das Mikrofon stumm zu schalten und wieder zu aktivieren. Und ich kann den Anruf auch hier über den Button an jemand anders übergeben. Kann jetzt einfach eine interne Nummer eines Kollegen zum Beispiel eintragen, um den Ruf dorthin zu verbinden. Und habe den Ruf entsprechend jetzt an einen Kollegen weitergegeben. Weitere Möglichkeiten, die ich habe bei einem eingehenden Anruf, sind, anstelle ihn anzunehmen, könnte ich zum Beispiel auch hier einfach den Anruf jetzt ablehnen, indem ich auflege, oder ich kann sagen, übergebe ihn an meine Voicemail, an meinen Anrufbeantworter, oder übergebe ihn wiederum direkt an einen Kollegen, zu dem ich verbinden möchte. Ich sehe jetzt im Rufjournal, habe ich jetzt zwei Einträge. Wenn ich hier einfach mal drauf gehe, dann kriege ich das Ganze hier auch angezeigt. Ja, ich sehe, ich habe hier einen Anruf, einen verpassten Anruf von meinem Handy. Ich habe die Möglichkeit, das Rufjournal auch zu filtern. Ich kann sagen, zeig mir alle Anrufe an oder nur die eingehenden, die entgangenen, die ausgehenden, die umgeleiteten oder die speziell zur Voicemail umgeleitet wurden. Und außerdem kann ich dann auch für den jeweiligen Anrufer mir neben seinem Profil und hinterlegten Rufnummern auch nochmal die Anrufhistorie speziell für diesen Anrufer jetzt anzeigen. Wie kann ich nun abgehend telefonieren? Ganz einfach. Ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel auf einen meiner Kontakte einfach mit einem Rechtsklick zu sagen, Sphix-Anruf, und sofort wird der entsprechende Kollege dann angewählt.
und ich kann den Anruf jetzt wieder beenden. Alternativ kann ich auch einfach mit einem Doppelklick eine Konversation starten, habe auch hier dann, wenn es ein bekannter Kontakt mit Telefonnummer ist, automatisch schon die Rufnummer hier drinne stehen, kann ihn dann über das Hörersymbol einfach nochmal anwählen. Sie sehen übrigens, während ich am Telefonieren bin, ändert sich mein Präsenzstatus hier oben auch auf am Telefon. Andere Möglichkeiten, wie ich ausgehend telefonieren kann, sind, ich kann ganz schlicht und einfach auch hier unten in dieses Eingabefeld von Hand eine Rufnummer eintragen, eine interne oder externe Rufnummer, oder kann mir halt eben hier aus der Historie einen Eintrag wieder herausholen und kann ganz einfach auch jetzt wieder hier diesen Anruf starten. Eine andere Möglichkeit, wie ich auch noch aus anderen Anwendungen heraus telefonieren kann, ist über diese Hotkey-Funktion. Ja, ich kann zum Beispiel, das ist übrigens unsere Produktwebseite, wo Sie weitere Informationen natürlich auch noch finden können, einfach auf swix.de, Produkte, Unified Communications, Swix Connector for Skype for Business. So, und was ich Ihnen zeigen wollte, ist, wenn wir jetzt irgendwo, das kann auf einer Webseite sein, das kann aber auch in einer beliebigen Anwendung sein, in der Signatur einer E-Mail, in einem PDF, in Ihrem CRM-System, ganz egal wo, solange Sie die Rufnummer einfach mit der Maus markieren können. Ist auch ganz egal, in welchem Format die vorliegt. Wir haben hier sehr intelligente Filter, also ob jetzt hier eckige Klammern, runde Klammern, Leerzeichen, Schrägstriche, sonstige Sonderzeichen dazwischen sind, die werden entsprechend einfach alle ausgefiltert. Ich markiere jetzt einfach die Rufnummer hier und drücke die entsprechende Hotkey-Taste, in meinem Fall standardmäßig F11. Automatisch wird die bereinigte Rufnummer dann angewählt. Was kann ich noch machen? Ich habe verschiedene Einstellungsmöglichkeiten natürlich auch. Ja, ich kann hier unten über das Einstellungsfeld mich zum Beispiel vom Telefonieserver abmelden und entsprechend wieder anmelden. Ich habe die Möglichkeit, mein Six-Kennwort zu ändern, den Zweitanruf zuzulassen, also die Möglichkeit, mehrere Gespräche erhalten zu können. Ich kann meine Rufnummer abgehend unterdrücken und ich kann auch die Rufumleitungseinstellungen öffnen. Ich habe die Möglichkeit, hier jetzt zum Beispiel die Rufumleitung zu aktivieren nach Zeit auf zum Beispiel meiner Voicemail oder irgendeine beliebige Rufnummer. Ich kann die Rufumleitung bei besetzt aktivieren und habe außerdem die Möglichkeit, auch die sofortige Umleitung einzuschalten. Sobald die sofortige Umleitung eingeschaltet ist, sieht man hier unten die Leiste rot eingefärbt, ja, damit ich das auf jeden Fall nicht vergesse und übersehe, werde ich jetzt erinnert, meine Anrufe werden momentan umgeleitet und ich kann jetzt einfach hier über das Umleitungssymbol das Ganze auch wieder ausschalten. Was ich ebenfalls konfigurieren kann, ist die CTI-Steuerung von mein Systemtelefon, ja, falls ich jetzt am Rechner kein USB-Gerät angeschlossen habe, sondern zusammen mit einem vorhandenen Tischtelefon oder irgendeiner externen Telefonnummer die CTI-Steuerung nutzen möchte, dann kann ich ganz einfach hier die CTI-Verknüpfung aktivieren, kann optional eine externe Rufnummer eintragen von einem Gerät, das ich steuern möchte, und dann dort drüber telefonieren.
Weitere Möglichkeiten sind hier unten. Hier habe ich dieses Headset-Symbol. Wenn ich hier draufklicke, kann ich zwischen meinen vorhandenen Audiogeräten, falls ich verschiedene Geräte habe, hin und her schalten. Ich kann umschalten zwischen Headset-Betrieb, zwischen Hörerbetrieb oder ich kann auch Freisprechen aktivieren über das Lautsprechersymbol und habe die Möglichkeit, für jedes dieser verschiedenen Audiogeräte auch entsprechend unterschiedlich natürlich die Lautstärke zu konfigurieren. Das war in Kürze der Skype for Business Connector von Zwix. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.